Mein Name ist Franz Narada, ich bin Soziologe und zugleich auch Hotelmanager. Ich versuche seit einigen Jahren im Rahmen von Veranstaltungen die gesellschaftlichen und räumlichen Auswirkungen der Telekommunikations- und Informationstechnologie zum Gegenstand von vernetzten Diskussionen zu machen. Höhepunkte waren Global Village und die Veranstaltung Cultural Heritage in the Global Village. Derzeit arbeite ich an einem Projekt für ein Electronic Community Café in Wien-Floridsdorf und an der Schule des globalen Dorfs. Die Dotcoms sind richtiggehend eine Ideologie geworden, und zwar zuerst in positiver und jetzt in negativer Hinsicht. Zuerst war es, die Old Economy bringt es nicht mehr, also setzen wir auf eine New Economy. Jetzt heißt es, die New Economy bringt es nicht, also setzen wir wieder auf die Old Economy. Da ist doch was nicht in Ordnung, da ist doch irgendwo ein Denkfehler drinnen. Aber den Denkfehler, den will sich niemand anschauen. Ich glaube, man könnte die Situation, in der wir heute leben, als das Ende der Wirtschaft beschreiben. Das ist zwar etwas, wie soll ich sagen, provokante Formulierung, aber genau deswegen, glaube ich, trifft sie den Nagel auf den Kopf. Das Ende der Wirtschaft heißt schlicht und einfach, wir sind so reich geworden und wir haben so viele produktive Möglichkeiten, dass sich immer weniger Geschäft draus machen lässt. Und diejenigen, die versuchen, ein Geschäft draus zu machen, tun sich immer schwerer. Das heißt, wenn heute jemand Computer verkauft oder Uhren, dann stellt er fest, im Grunde genommen sind die Uhren schon fast so billig wie der Quarzsand, aus dem sie bestehen. Marken sind doch nichts anderes als Hinweise darauf, dass hinter diesem Produkt Qualität steht. Die Vorstellung, ich könnte die Qualität von einem Produkt wegnehmen und sozusagen als separate Handelsware bezeichnen oder behandeln, ist kindisch in meinen Augen. Das heißt, indem ich etwas besonders hübsch ausschauen lasse, habe ich noch keine Qualität erzeugt. Das ist meiner Ansicht nach das Dilemma der New Economy. Das heißt, im Grunde genommen, diese Hoffnung, dass irgendetwas noch da ist, mit dem man noch Geschäft machen kann, ohne zu bemerken, dass immer beides zusammengehört. Die Qualität von dem, was man anbietet, und der informationelle Content. Also die New Economy hat tatsächlich eine Fülle von neuen Potenzialen menschlicher Produktivität erschlossen, die eine unwiderrufliche Transformation unserer Gesellschaft einleiten. Das Wichtigste, was die New Economy entdeckt hat, meiner Ansicht nach, ist das Potenzial der Vernetzung. Die Vernetzung, die uns durch die neuen Medien gestattet wird, erlaubt uns, in unglaublicher Schnelligkeit Erfahrungen auszutauschen, in unglaublicher Schnelligkeit die Arbeitsergebnisse des einen für die Arbeit des anderen nützlich zu machen. Nur, ich kann nicht gleichzeitig sozusagen die allgemeine Vernetztheit der Arbeitsergebnisse fördern und dann aber jedes Einzelne wie eine isolierte Ware behandeln und verkaufen wollen. Das spielt's nicht, und deswegen waren die einzig wirklich erfolgreichen Projekte der New Economy dort, wo sie etwas verschenkt hat. Nur hat sie damit kein Geschäft gemacht. Das heißt, diese Vernetzung durch Information erhöht in Wirklichkeit unsere Autonomie. Wir sind viel mehr Herren unserer selbst. Und das ist ja eigentlich das, was der Alwin Toffler immer geschrieben hat. Die dritte Welle hat uns erfasst, und die dritte Welle besteht darin, dass wir zu Prosumenten werden. Das heißt, wir werden alle zu Produzenten, indem wir das konsumieren, was andere produziert haben, und es für unsere eigene Produktion verwenden. Und das müsste man eigentlich ernst nehmen. Wenn es ein bleibendes Resultat der New Economy gibt, das für die ganze zukünftige menschliche Entwicklung entscheidend ist, dann ist es diese Freisetzung der individuellen Kreativität.